So, weiter geht's heute mit dem Auswärtsspiel in Uerdingen, aber vorher haben wir noch was zu versuchen zu klären, weil ich möchte gerne das Thema mit dem unserem Keeper da so ein bisschen klar machen. Das Thema soll halt vor dem Spiel noch festgemacht werden. Jetzt geht's los mit dem Heimspiel. Sechster Spieltag, glaube ich, müsste das sein. Oder? Ne, siebter Spieltag, Entschuldigung. Siebter Spieltag, ja. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ich möchte ihn gerne fest verpflichten für die neue Saison. Oder für die neue, für die Zukunft vor allen Dingen. So, ich probiere es nochmal mit 10 Millionen. Das habt ihr ja eben schon angenommen gehabt. Ich möchte ihn gerne als neue Nummer 1 verpflichten. Also er soll, ist definitiv meine neue Nummer 1. Das ist klar, die hat er auch auf dem Trikot. Jetzt nach dem Abgang von Ralf Herrmann zum FC Salzburg. Oder zu Red Bull Salzburg. Wie auch immer. So, versuchen wir es nochmal, ob ich jetzt vor dem Spiel den Transfer noch zugemacht bekomme. Da ist irgendwas. Leihangebot für Gaudino. Das ist okay, das kann man nämlich annehmen. Warte mal. Angebot ablehnen, verhandeln. Ich möchte das Thema ziemlich gut eigentlich durchkriegen, weil Gaudino ist für mich meiner Meinung nach so ein bisschen... Ja, ein Fehleinkauf, muss ich sagen. Es war nicht gut, dass ich den verpflichtet habe. Der hat mir sehr viele Fehler eingebaut. Schau mal wieder einer Verein, wo es nicht gepackt hat. Aber wenn er jetzt in Bomben vielleicht ein bisschen aufblühen kann. Ich möchte erstmal nur gucken, dass wir ihn, wenn es nicht anders möglich ist, dann versuchen werden, so eine Kaufoption einsetzen. Weil dann ist das Thema eigentlich gegessen für mich. Aber ich guck mal, dass ich ihn jetzt gerade durchbekomme. Ah, schade. Hätte ich gerne... Ja gut, dann wollen sie nicht. Sie hätten ihn gerne behalten. Ja, ist gut, dann... muss es halt. So richten. So, gucken wir mal, was die anderen Transfer sagen. Bevor ich das jetzt wieder ein bisschen verschwitze. Moment. Verhandlungen anzeigen. Und dann machen wir das kurz eben zu. Das ist mir zu wichtig jetzt gerade, dass ich das sagen kann. Das ist witzig ein bisschen. So. Hauptsache, den Transfer kriege ich noch festgemacht. So, natürlich Schlüsselspieler, klar. Ja, Gegenangebot, ich möchte gerne für 3 Jahre behalten. Dann machen wir es so. Gehaltsbudget. Da kriegt er natürlich ein bisschen mehr als in Frankfurt. So, Angebot absenden. So, dann habe ich, dass das Thema durch ist. Und damit ist das, ist die Verpflichtung fix. Renault bleibt Stammkeeper. Definitiv. So, der Transfer ist gegessen. Das ist klar. So. So. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Transfer. Sehr guter Transfer, definitiv. Da muss ich nur vorher noch klären, was Sache ist. Ja, er hat mich definitiv was überzeugt, klar. Und jetzt geht's das nächste Spiel gegen Uerdingen. Mit unserer neuen Innenverteidigung. Das Auswärtsspiel.
So. Perfekt. Heimspiel, ja. Gegen KFC Uerdingen. Auch das müssen wir wieder gewinnen. Wir müssen versuchen, mit dran zu bleiben, bis die direkten Duelle kommen. Wobei es im Testspiel, glaube ich, eine Niederlage gab gegen Uerdingen. Und das wollen wir heute natürlich ein bisschen verhindern. Ja, wenn wir heute verlieren, dann kann das auf einmal wieder ein bisschen anders aussehen da oben. Und dann sind wir nämlich erstmal ein bisschen weg. Dann sind wir nämlich Minimum 3 Punkte, Maximum, Minimum 3 Punkte weg, 6 Punkte weg, schon. Also je nachdem, wenn die da oben gewinnen, dann haben wir wieder ein bisschen Abstand. Aber okay, erstmal, wenn wir so konzentriert auftreten wie im letzten Spiel gegen Magdeburg, sollte das eigentlich durchaus machbar sein. So, ich habe zwei neue Verteidiger gekauft, natürlich. Weil das gefiel mir gar nicht momentan. Ciao ist aus dem Kader geflogen, tatsächlich. Pieper aus der Startelf, genauso wie Spielmann aus dem Kader geflogen ist. Dafür haben wir jetzt Lukas und Knezovic geholt, die zwei von dem FC Luzern, die ich jeweils für 5 Millionen losgeeist habe. Naja, schauen. So, wie tritt der KFC Uerdingen auf? Mit einem unserer ehemaligen, mit Kirchhoff. Und der andere x-prominente Bundesligaspieler ist tatsächlich nicht mit dem Start. Lukimia, das ehemaliger Düsseldorfer. Dorda, ehemaliger Gladbacher, glaube ich. Und der andere, wie gesagt, ist nicht mit mehr im Kader. Scheinbar. So, okay. Wie dem auch sei. Nicht unser Thema. Heute zählt erstmal zumindest diese 3 Punkte. In Frage, so Platte sogar seine 10 voll macht heute. Ich glaube, momentan ist er bei 9 liegt. Und jetzt geht's los. Ah, der hat schon wieder so viel Pass. Ja, es ist halt immer ein bisschen was. Mehr, John. Klar, der Kader ist jung. Das ist ein sehr. Abseits, okay. Aber den hat der Kolasinac, glaube ich. Gut gelöst. Ja, schöner Ball auf die Außen. Zah! Erste Chance, Mamba. Sehr gut. Ball geht aber knapp vorbei. Und wichtig ist, wie gesagt, heute hier dieser. Dieser Heimsieg, diese 3 wichtigen Punkte, das muss eigentlich heute das große Ziel sein, das Ding nach Hause zu ziehen. Ja. Und Renno. Unsere neue Nummer 1 hier. Nicht nur auf dem Trikot, sondern definitiv auch jetzt fix. Mamba, ja, guter Ball. Platte! Und da ist er. Yes! Hier lässt er den Verteidiger aussteigen. Er braucht ihn nur quer zu legen. Schöner Mann an Verteidiger vorbei da und rein damit ins Glück. Ja, wer auch sonst, ne? Wenn er dich trifft. Seiner Mann auf Kola. Und der Keeper verhindert hier das 0 zu 2.
Und China wieder das 2-0 und das gibt Elfmeter. Warum gibt es jetzt Elfmeter? Was sagt der Schiedsrichter? Warum? Also, ich bin jetzt selber überrascht. Aber da muss er nur noch einen Foul vorgelegen haben. Okay. Deswegen geht er auf Elfmeter. Okay, dann. So, Kolasinac, macht er das Ding. Nein. Verschießt. Verhindert das 0-2. Krisovic. Ah, schade. Ah, Versuch war es mal wert, aber. Ballverlust da hinten. Lukas war das. Ja, der hat den. Und plötzlich, ja, ich sag ja, es hätte 2-0 stehen können. Mehrmals sogar. Ballverlust, schade. Genau, Krüger geht dazwischen. Dann so eine Flanke. Die mal sowas von irgendwo verschwindet, wo sie nicht hingehört. Ah. Okay. Ja, das hat der, den hat der Spieler da. So. Jetzt haben wir das Ding mal wieder ein bisschen unter Dach und Fach. Platte. Der Top-Torjäger der Liga. Und hier verpassen sie das 2-0. Kubilanski, der auch schon Reise am Torrad, wenn ich richtig gerechnet habe. Da wird zweimal gegen Halle jetzt im Sieg. Drehte das Spiel dann quasi noch und dann traf er auch im letzten Spiel gegen Magdeburg beim 4-0. So, wenn du jetzt mal ein bisschen durchgehst, genau, das ist halt das, was ich meine. Krieg ich den Daumen durchgetankt? Ja, krieg ich durchgetankt! Ich hab den gesehen, nicht gesehen, zu spät! Scheiße! Daumen, das war nur müssen. So. Nur mit 1-0 geht man in die Halbzeit. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Also. Verschossener Elfmeter, zwei, drei dicke Chancen liegen lassen. Es kann komfortabel ausgehen. Komfortabler sein. So, Waldhof und Pauli 1-1. Das ist immer ganz nicht ganz unwichtig, das Ergebnis da oben. Ferl liegt zurück gegen Rostock. Auch das ist eigentlich nicht so ganz unwichtig, weil Rostock uns an der Backe klebt. Und wir momentan nur 1-0 führen. Sag ja, verlieren wir heute hier, dann sieht das wieder ein bisschen. Oder spielen wir unentschieden hier. Weiß ja noch, wo man da drin ist, was halt nur im 1-0 steht. Naja, mal gucken. Es ist noch ein bisschen Pause, noch was drin. So, jetzt der Ball auf Platte. Also kriegen wir momentan richtig gebacken, da irgendwie das Ding mal so quer zu kriegen. Also, das heißt quer zu legen, aber. Ah. Wir kriegen das momentan nicht im Tor unter. So rum ist es eigentlich richtig. Jetzt habe ich den mal rübergelegt und dann kriegst du den trotzdem nicht rein. Und wir müssen echt aufpassen. Das ist halt eben nicht das passiert. Dass wir hier
unentschieden spielen. Und das ist es halt, ne? Wir führen nur 1-0. Ja. Und wieder nicht. Und wieder nicht. Nur 1-0. 11 Meter verschossen. Bei 7 hier momentan reihenweise die Chancen. Ein besonderer Gruß geht heute an Daniel und Francisco, die aus Brasilien angereist sind, um unser Stadion zu besuchen. Oder ist es? Es ist irgendwo tatsächlich absehbar gewesen. 1-1. Wagner. Ja, und plötzlich steht es hier unentschieden. Keine Chance, in den Zweikampf zu kommen, dann und dann steht es irgendwo doch unentschieden. Jetzt die Frage ist, wie kommen wir da so ein bisschen durch? Ja, und da steht 2-1, wenn der Platter nicht das Tor machen würde. Auf einmal steht es auch wieder, sie geht man doch wieder in Führung. Tor Nummer 11 für den Top-Torjäger. Geht da quasi ohne Probleme durch die Verteidigung durch. Und rein damit. Das müsste Tor Nummer 11 sein jetzt. Ja, ist es. Und das am 7. Spieltag. Aber nochmal, der traf am 1. Spieltag ja 4 Ball. Na gut, okay. Jetzt mal wieder eine Führung. Jetzt hoffen wir, dass es das mal ein bisschen was einfacher ist. Also wie gesagt, zweite, dritte Tor hätte durchaus drin sein müssen. Ja, der Ball kommt. Na, der nicht halt, ne? So, jetzt haben wir ihn. Oder auch nicht, der Ball ist quasi direkt wieder weg. Aber beim Rausgehen, wunderbar, funktioniert, Bamba. Jetzt vielleicht, ja, jetzt geht er mal ein bisschen durch. Man zieht nur Kimia raus. Ja. Ist okay. War faul, muss ich so akzeptieren. Der Torschütze geht jetzt raus vom KFC. Halt nicht mehr. Wir schießen mal kurz alles hier kaputt. Das ist klar. Der Kader ist komplett umgebaut. Das ist kaum noch ein Originalspieler da. Und plötzlich dann nochmal Oerdingen in der nächsten Nicken schon. Und dann macht es Lukas auf einmal sowas von spannend da hinten drin. Und plötzlich sagt sich Oerdingen, ey, Moment, wir haben noch ein paar Minütchen, wir haben das Spiel noch nicht verloren. Es ist noch möglich, hier was mitzunehmen. Ah, jetzt sei denn, wir sagen jetzt, wir machen den Konter jetzt zu. Und das war so gerade noch. Und plötzlich! Nein, Schiedsrichter pfeift das sogar zurück. Dann war es wahrscheinlich sogar abseits und damit wäre es eh egal gewesen. Und wir gewinnen das Spiel so gerade noch mit 2-0 und Platte Doppelpack. Ja. Meiner Meinung nach viel zu spannend gemacht. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Aber am Ende ist es dann egal. 3 Punkte sind 3 Punkte.
Also es war quasi direkt nach dem im Gegenzug nach dem 1:1 traf man dann zum 2:1. Und das war das Wichtigste. Es waren definitiv Chancen da, und aber wichtig ist, sind 3 Punkte. Das sind erstmal das Allerwichtigste. So, Waldhof St. Pauli 2:2. Jawohl, Rostock hat zwar gewonnen, Bayern hat gewonnen, 3:0. Aber wichtig ist, dass Pauli unentschieden gespielt hat. Das heißt, wir sind auf jeden Fall erstmal Dritter. Wir sind wieder dabei. Relegationsplatz umgetan. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Ja. Er hat ein paar Fehler drin gehabt heute. Okay. Ich gedacht, dass er ein bisschen was besser dabei war. Aber auch er hat ein bisschen Fehler gemacht da hinten. Muss man sagen. Da waren einige Dinge dabei, wo ich mir denke, oh, das könnte ja auch ein bisschen anders ausgehen. Ah, der trifft halt und trifft halt und trifft halt momentan. 11 Saisontore jetzt mittlerweile schon. Vielen Dank für diese Aussagen. Es ist kaum einer, der momentan so treffsicher ist für uns. Gut, dass der noch einen langfristigen Vertrag hat und keine Ausstiegsklausel hat. Wir sind jetzt virtuell nur Erster. Klar, es sind einige mit dabei. Wir sind punktgleich mit Rostock. Die bleiben auch mit 16 Punkten dran. Theoretisch müssten wir aber eigentlich jetzt, wenn die beiden dann auch für ihre Spiele gewinnen, klar, dann sind wir nämlich Dritter. So. Genau. Nächstes Spiel ist übrigens in Rostock dann. Oh, da kommt ein Transferangebot für Herr Langer noch rein. Wen haben wir denn da? Sion. Ja, sollen sie machen. So, delegieren. Dann. Lange für Bark hier. Ja, wie gesagt, nächstes Spiel in Rostock. Und wir sind Zweiter, weil halt Aachen verloren hat. Oh, auch nicht schlecht. Aber es ist arschkuschelig da oben drin, wenn man mal überlebt. Wenn man die ersten 6 sieht, dann ist 4 Punkte durch den Unterschied. Und ja. Gucken, ne, wie gesagt. Auf einmal sind wir Sandhausen im Tabellenführer. Die haben 17 Zähler geholt. Die haben halt noch das eine Pünktchen mehr dabei gehabt. So, Leihangriff für Spielmann. So. Gut, mal die Leute mal versuchen loszuwerden, die so auf der Transferliste noch rumgeistern. Gut, und das nächste Spiel ist dann am 8. Spieltag bei Hansa Rostock. Bis dahin und tschüss.